Freunde, schön, dass ihr mit am Start seid. Endlich mal wieder ein neues YouTube-Video mit dem Thema neue Location, Umbau, Problematik, alles, was es so gibt. Und heute habe ich endlich mal wieder Neuigkeiten, die lohnenswert sind, dass man auch ein Video dreht. In der Zwischenzeit hat es natürlich ein bisschen gedauert, aber es waren immer nur so halbe Sachen, nichts Richtiges. Und das hat mich auch richtig genervt und da dachte ich mir so, bevor ich euch irgendwas erzähle, was nur haltbar ist, das ist nicht das, was ich so irgendwie, worauf ich Bock habe, warte ich noch ein bisschen. Heute sitzen wir hier und es gibt tatsächlich gute Neuigkeiten. Übrigens, in diesem Stuhl saß ich vor kurzem, als die Rheinische Post ein Interview gemacht hat. Können wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, denn das ist mittlerweile auch online verfügbar. Wurde auch schon bei TechTV geshared, könnt ihr auch bei Facebook finden und so weiter. Tatsächlich auch interessant, da ging es auch ein bisschen um die Location, aber viel interessanter um die Gründungsgeschichte von TechTV. Jetzt aber zu den wichtigen Sachen. Ja, wir haben einen Bauantrag eingereicht und ganz, ganz lange Zeit mit der Stadt diskutiert, wie wir das machen können, damit wir auch dann sofort wieder, also so schnell wie möglich wieder starten können. Und es gab einige Problematiken. Wir haben ja immer über diesen Notausgang gesprochen. Der war tatsächlich Problem Nummer 1. Aber nicht ganz das einzige Problem, aber wirklich das große Problem, was wir hatten. Es gibt aber noch ein anderes Problem, das ich auch tatsächlich, das wussten wir am Anfang ja gar nicht, und das war auch nicht mal dem Vermieter so richtig bewusst, dass wir hier in einen Bereich kommen, der startet, hier, ja, kann man vielleicht mal reingehen, hier bestand dieser Bereich, diese Wand ist nämlich eigentlich wirklich die, nennt man das, Grundmauer vom Gebäude. Das heißt, hier, pass auf, Altenländer Straße 93 bis 97, wie heißt die andere Straße? Ich weiß nicht mehr, ich glaube Marianenstraße heißt das jetzt hier, oder Luisenstraße, Marianenstraße. Hier bin ich gar nicht mehr in unserem Gebäude. Ja, ich bin jetzt hier gerade im anderen Gebäude, tatsächlich. Das ist normalerweise nicht so üblich und das trennt ja im Prinzip auch brandschutztechnisch alles ab. Ja? Also normalerweise wäre hier diese Mauer und alles wäre gut, aber hier gab es ja Toiletten, schon immer. Ja? Wir haben die nicht neu dazu erfunden. Das war mal möglich, weil das ging hier einfach weiter. Die haben, haben das wieder hochgezogen und zugemacht, aber vorher war das auch noch ein Gewerbe. Das heißt, eigentlich war das Grundstück größer. Das wurde verschmolzen oder vereinigt, eins von den beiden. Aber irgendwann wurde es halt wieder rückgängig gemacht. War aber so nie offiziell abgesprochen. Das heißt, das war für die Stadt so, oh, das dürfen sie aber nicht. Also wir haben ja von der Sitzung ja vorher nicht gewusst. Der Vermieter wusste das auch nicht mehr. Das sind halt Sachen, die in der Vergangenheit irgendwann passiert, also vor x Jahren. Naja, das ist halt auch noch da rausgekommen. Dafür musste eine Lösung her. Die Lösung ist tatsächlich, es ist so ein Kompromiss sozusagen, dass man im Prinzip das brandschutzsicher macht. Leute, was genau? Diese Wände hier werden sozusagen verstärkt, das wären F90-Wände, also das ist Feuerschutz halt, das höher ist, und Brandschutztüren kommen hier rein. Hier an der Seite muss halt alles auch F90 sein, damit das bis zu dieser Grundmauer sozusagen sicher ist. Und hinten die Tür zur Handtoilette muss halt auch sozusagen brandschutzsicher sein. Das heißt, die Tür plus die Wände sind schon, das sind schon massive Wände, aber die Tür muss halt auch eine Brandschutztür sein. Das war eines der, also nach dem Notausgang großes Thema. Jetzt haben wir darüber oft gesprochen, Notausgang. Ja? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nach hinten, denn ich habe da ja auch nochmal Neuigkeiten. Jetzt hat sich nämlich tatsächlich noch ein bisschen was getan, also kommt da mal mit. Notausgang, das war das ganz große Thema und da muss ich sagen, gab es ja einige Optionen. Ihr habt es ja hoffentlich in den Videos mitbekommen, zwischenzeitlich dachten wir gehen durch den Keller. Mit Empfehlung von der Stadt oder von der Feuerwehr, mit Gang durch den Keller, wo so ein richtiger Flur, also mit Wänden geschaffen wird, und man geht dann durch wirklich so einen Gang 40 Meter lang, haben wir gesagt, what, nee, machen wir lieber nicht, wollen wir ungern. Dann haben wir gesagt, wir gehen übers Dach. Ist die andere Option, die es gab. Ja? Wir gehen hoch, gehen 40 Meter übers Dach, Flachdach und kommen dann in den privaten Flur von dem Gebäude und können da auf die Straße raus. Beide Optionen haben sie gesagt, Keller wie auch Dach. Irgendwann können wir mit Leben unter gewissen Kompromissbereitschaften und so weiter, was alles gab. Und kurz vor knapp gab es dann unseren Vermieter, der sich nochmal mit dem Vermieter aus dem Nebengebäude zusammengesetzt hat. Denn das war tatsächlich die Idee, die wir am Anfang schon hatten, dass wir wirklich übers Erdgeschoss hier rechts rausgehen. Habt ihr bestimmt mal mitbekommen, da hatte der Vermieter dann gesagt vom Nebengebäude, ja, nee, sieht er nicht so. Hat er keine Lust, haben wir nochmal versucht, hat er gesagt, nee, eher nicht. Und dann hat der Vermieter es jetzt einfach nochmal versucht, also unser Vermieter, und hat tatsächlich mit ihm eine Einigung erzielt, was sehr, sehr erfreulich ist und wir auch sehr, sehr dankbar für sind. Das bedeutet für uns, es gibt wirklich den bestmöglichen Notausgang, den man sich in der Lage hier, wir sind ja mitten in der Stadt, vorstellen kann. Das heißt, im Prinzip, jetzt müssen wir mal überlegen, hier, wenn wir anfangen. Das heißt, hier wird sozusagen ein brandschutzsicherer Bereich erschaffen. Wie genau kann man sich vorstellen? Eine Brandschutztür natürlich, ja. Also F90er Wände müssen es sein und das muss dann auch hier alles F90 sein. Und dann hat man im Prinzip einen separaten Flur,
damit man in einem rauchsicheren Bereich ist, glaube ich, nennt man das. Und geht dann hier geradeaus weiter. Und da ist sozusagen das Ende von unserem Gebäude und im Nebenbereich ist dann der Gewerbehof vom Vermieter, also vom anderen Vermieter, wo wir einen Durchbruch machen. Das heißt, wir können tatsächlich hier durch und kommen dann auf einen riesigen Hof, wo man nach vorne raus kann und sozusagen sicher ins sicher auf die Straße kommt im Prinzip. So ist es. Das ist eigentlich das ganz große Thema gewesen. Hört sich alles ganz simpel an, aber kann manchmal ganz schön lange dauern, bis man dafür eine Einigung erzielt. Mit dem Vermieter, mit unserem Vermieter, mit der Stadt, mit der Feuerwehr und was alles dazugehört. Darüber hinaus müssen zwar noch ein paar andere Sachen gemacht werden, die sich aber halbwegs im Rahmen halten. Also hier gibt es auch ein Lüftungssystem, das hier überall so ein bisschen ist, mehr oder weniger. Das hat eine gute, jetzt müssen wir nicht lügen, Entlüftung. Ne, Belüftung, aber eine schlechte Entlüftung. Nee, warte, jetzt muss ich überlegen. Eine schlechte Belüftung, aber eine gute Entlüftung. Ich glaube, so war es. Und es muss mehr Luft ins Gebäude reinkommen. Das heißt, die Belüftung ist halt eben nicht so gut. Dafür kommt noch ein neuer Ventilator mit rein und dann werden hier noch ein paar Sachen dafür geändert. Unten im Keller wird noch ein bisschen was geändert. Also da ist es nicht ganz so dramatisch, aber tatsächlich auch irgendwie Kostenfaktor, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Man denkt ja immer, ja, ist ja nicht so viel, aber kosten dann irgendwie fast 10.000 Euro nur für die Lüftung. Ja, also schon relativ krass. Ja, insgesamt für uns eine Sache, die so halt nicht vorhergesehen war, die sehr, sehr teuer wird, denn tatsächlich, da wir ja auch schon immer sehr transparent waren, ich glaube, der Kostenfaktor vom Architekten, der das ausgerechnet hat mit den ganzen Kosten, mit Brandschutz und so weiter und so fort, liegt bei zusätzlich, ja, was ja nicht so eingeplant war, bei laut Architekten 85.000 Euro, was halt wahnsinnig ist, was wir halt auch so überhaupt nicht geplant haben. Damals mit dem Vermieter auch gar nicht, da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Es gibt eine gute Lösung, dass wir uns das teilen. Bedeutet aber für uns trotzdem Geld, was wir so nicht eingeplant haben. Da gibt es Support, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf oder nicht. Ich werde es jetzt einfach trotzdem machen. Gute Unterstützung von einem Partner, den man sich nicht besser vorstellen kann, Need for Seed. Da möchte ich mal ganz lieben Dank hinschicken und sagen, dass uns das auf jeden Fall sehr viel bedeutet und wir deswegen jetzt weitermachen können. Ja, das bedeutet im Klartext, wir haben einen Bauantrag eingereicht, das ist so mit der Stadt abgesprochen, alles was da drin steht, ist sozusagen eh schon zum allergrößten Teil gemeinsam geschehen, dass man sagt, okay, wenn das so passiert, dann können wir uns gut vorstellen und ich habe mit denen heute persönlich gesprochen und die Ansage ist im Prinzip, da fehlt nur noch eine Baulast sozusagen, da muss ein Vermesser, auch Wahnsinnsjob, ich kann ihn nicht so ganz erklären, aber auf jeden Fall scheint es ein sehr angenehmer Job zu sein, der in dem Plan, im Lageplan, glaube ich, noch was anpassen muss. Ich glaube, die Türen, wo die Brandschutztüren nach draußen hingehen. Und das muss von beiden Vermietern sozusagen vor Ort bei Bauamt unterschrieben werden, dass die halt die Baulast eintragen. Die haben sich beide schon bereit erklärt. Es gibt auch schon eine Unterschrift von dem Vermieter nebenan, dass er sagt, er macht's. Aber dann muss es sozusagen noch das offizielle Go geben. Wenn das passiert und wir uns mit den Toiletten, da sind wir uns einig, dann hat die Stadt gesagt, können wir es machen und sie können hier sofort weiterbauen. Und sofort heißt für die, in dem Fall, wenn alles da ist, in 2 Wochen. 2 Wochen von heute, das Video sollte hoffentlich heute auch online gehen, es ist jetzt Dienstag. Das heißt, im besten Fall werden wir nicht nächste Woche, dass eh der Seed Story Cup, sondern darauf, übernächste Woche sozusagen, also in 14 Tagen, so Dienstag in 2 Wochen ungefähr, weitermachen. Das wäre so realistisch, das hat uns die Stadt gesagt, das war auch nochmal sehr hilfreich. Also am Anfang sah es wirklich nicht so gut aus, muss man dazu sagen. Sie sagten erst wenn der Baueintrag komplett durch ist. Da sind wir uns auch nochmal ein bisschen entgegengekommen. Also wie ihr seht, es geht langsam vorwärts und ich möchte nochmal darauf hinweisen und auch nochmal Danke sagen an alle Leute, die schon ewig warten und mich regelmäßig nerven. Ich grüße alle Leute in unserer Skype-Gruppe für die Take-TV-Helfer, also ungefähr 45 Leute drin oder so, die halt mich so hart nerven und immer schreiben, hey, wann geht's weiter? Habt ihr schon Neuigkeiten? Wann geht's weiter? Ich bin natürlich die ganze Zeit dran halte eigentlich die Gruppe meistens mit als erstes auf dem Laufenden. Wenn ihr immer noch weiter helfen möchtet, sehr, sehr gerne, schreibt mir bei Facebook persönlich. Ich antworte da euch auf jeden Fall. Wenn ihr, also gerade so Leute wie Trockenbauer, Maler, Elektriker, Glashausinstallateur, glaube ich, brauchen wir nicht mehr so wirklich, ist schon fast alles fertig. Wenn da irgendwelche Leute am Start sind, auch Leute, die einfach nur normal helfen können, mit Tragen und Schleppen und Aufräumen, keine Ahnung, was man so machen kann, wenn man nichts kann, so wie ich. Ja, ich kann ja auch nur tragen und das auch nicht viel, weil ich nicht so groß und stark bin. Meldet euch gerne bei Facebook bei mir, Take TV Takesen. Ja, ich hoffe, das ist eine gute Nachricht auch für euch, denn das soll hier weitergehen. Vielleicht noch jetzt, auch wenn das Video schon wahrscheinlich sehr lang ist, was ist unser Plan, wenn wir fertig sind? Vielleicht auch nochmal eine wichtige Frage, die Leute stellen. Unser Plan ist, Ende Juli fertig zu sein und wir denken, dass, wenn wir jetzt in 2 Wochen weitermachen,
dass wir da ja, mit den Verzögerungen, denke ich, doch realistisch weitermachen können und dann Ende Juli wirklich fertig sind. Und dann, das darf ich noch nicht announcen, ja, dann tatsächlich unser erstes, auf jeden Fall großes Event hier haben werden. Das ist schon mal wichtig zu sagen. In dem Sinne, danke für euren Support, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, man sieht sich vielleicht sogar mal hier vor Ort live. Bis bald.